Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 15. März. Es grüßt wieder Christian Kämmerer und wir schauen natürlich wieder auf den FX-Markt und wollen uns hier dem Aussie ein wenig zuwenden, dem australischen Dollar, der unlängst ja recht gut reinkam in die letzten Wochen, hat hier praktisch trotz dem Tief vom Januar eine Erholungswelle gestartet, die hier eben unterhalb von 0,70 sich nicht weiter ausdehnte, was man eben durchaus hätte fast vermuten können. Schauen wir uns mal das große Bild an zum Australdollar auf Wochenbasis. Wir gehen mal hier eben hier in den Wochenchart. Da wird deutlich, dass wir hier einen Supportbereich um 0,7120 haben, 0,7150 roundabout eben auf Wochenbasis hier nicht pipgenau zu definieren, muss auch gar nicht sein. Wir sehen aber hier die Zone eben aus 2008, 2009, das sollte eigentlich halten. Man sieht, der Markt hat diese Zone umringt. Ja, das lässt sich buchstäblich hier erkennen und das wiederum lässt ein Stück weit mutmaßen, dass der Markt hier durchaus eine Bodenbildung vollzog und das, obwohl es hier die Spikes nach unten gab. Theoretisches Kursziel unterhalb dieses Levels hier von 0,7130, machen wir es mal rund, war eigentlich hier die Zone 0,65, 0. 62,50 mit Blick auf mittelfristige Entwicklungen. Das hat der Australdollar jetzt hier ein Stück weit umgekehrt und wir sehen jetzt hier die letzten 2 Wochen insbesondere hier stark nach oben gelaufen. Sehr, sehr starke Bewegung. Wir konnten hier auch, vielleicht erinnern Sie sich, den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen vorstellen mit einem saisonalen Setup und ähnliches haben wir heute in der Pipeline. Wir sehen aber hier auf der Oberseite einen leichten Widerstand bei 0,7620, 0,7625. Dieser Horizontalbereich, der würde, wenn er denn erreicht würde, hier durchaus als Widerstand fungieren. Aber wir sehen, der Australdollar tropft hier aktuell nach dem Start in die Handelswoche nach unten hin ab. Gut, da haben wir jetzt die Situation. Wir haben hier Wochenbasis oder auf Wochenbasis nicht so genau zu definieren, aber hier im Tageschart haben wir hier einen Widerstandsbereich 0,7590, also knapp unter 0,76. Genau da scheiterte das Währungspaar am Montag zum Auftakt in die Handelswoche. Und jetzt laufen wir eben zurück. Das sieht ganz interessant aus, weil nämlich, und Sie haben es vielleicht eingangs schon gesehen, ich mache mal hier den Pfad weg, weil nämlich hier eine saisonale Chance vor uns steht. Sie sehen hier die saisonale Entwicklung während der letzten 16 Jahre und mit Verlaub, der Pfeil zeigt hier ganz deutlich nach oben, obgleich ein kleiner Dip nach unten noch erfolgen kann am morgigen Tag. Aber generell sieht das hier schon mal sehr, sehr spannend aus. Und wenn ich mir hierzu den Chart betrachte und sich die aktuelle Schwäche eventuell weiter fortsetzen sollte, und der Australdollar ist aktuell 64 Pips gelaufen, bewegt sich im Schnitt knapp 80 bis 90. Das heißt, gute 25, 30, 40 Pips können noch kommen. Und dann wären wir hier knapp unter 0 oder über dem Bereich von 0,74. Und hier ist eine Zone, die man durchaus als Unterstützung deklarieren kann. Knapp drunter bei 0,7380 wäre das nächste Level. Und ergo stellt sich die folgende Situation, das werde ich gleich statistisch noch untermauern, hier als mögliche Kaufchance dar. Sprich, Schwäche könnte gekauft werden, insbesondere eben vor dem Hintergrund, dass der Markt hier in Bälde nach oben drehen könnte, da wir hier auch eine bullische Saisonalität vorausliegen haben. Die bullische Saisonalität lässt sich sogar auch in Zahlen packen. Dazu bringe ich wieder eines meiner Seasonal Tools, was hier aufzeigt, Australdollar mit dem Schlusskurs von heute Abend. Kann auch tagsüber den Einstieg morgen suchen, das muss man mal abwägen. Ich würde sogar eher den Chart noch dazu zur Rate ziehen. Tatsache ist aber, von Mitte März bis Mitte April hier ungefähr rund 22 Trading-Tage, 31 Kalendertage folgten während der letzten 9 Jahre. Das ist natürlich statistisch nicht die Riesenwelle, aber es gab hier eben doch davon eben 7 Treffer, was zu einer Trefferquote von 78% gehört. Und das machen wir jetzt hier nochmal ein Stück weit konkreter. Da sehen wir, dass hier die durchschnittliche Performance während dieser 9 Jahre nur mit 2 Verlierern eben nach oben führte. Zuletzt ein Stück weit übersichtlich. Hier 2012 gab es ein Verliererjahr und 2008, aber die letzten 3 Jahre waren gut. Jetzt eben die Frage, sehen wir dieses Jahr wieder ein Gewinnerjahr? Von der Saisonalität, wie gesagt, haben wir Rückenwind. Und im Schnitt ergibt sich während des Zeitraums vom 15.03. bis 14.04., also hier eben die 22 Trading-Tage, eine Performance von 255 Pips im Durchschnitt. Stärkste Profit gab es, oder den gab es dann hier im Jahr 2009, hier unten, zack,
mit 664 Pips. Der durchschnittliche Verlust hingegen hier mit Close am 14.04. bei 136 Pips. Also alles eigentlich recht überschaubar. Gute Zahlen. Wir bewegen uns hier bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1,9. Das sieht eigentlich wirklich ganz gut aus. So viel zu den Rahmendaten hier von der Statistik. Und der Chart, mit Verlaub, lädt eben nach einer kurzfristigen Schwäche hier durchaus ein. Faktisch einsammeln hier unten oder aber die Möglichkeit, wenn es einen Ausbruch über 0,76 geht, im Sinne der Saisonalität hier auf dem Long Setup spekulieren, erscheint mir hier durchaus interessant. Das, wie gesagt, wird saisonal untermauert und dürfte hier bis zum 14.04. anhalten. Das ist dieser Fall, 14.04. Bis dahin haben wir saisonalen Rückenwind und insofern sieht das ja mal gar nicht schlecht aus. Australdollar, US-Dollar also heute hier sehr, sehr interessant. Natürlich haben wir morgen noch den Fed-Event hier aus den USA. Gehen wir direkt mal auf die Kalender-Dates. Da haben wir hier morgen Abend Zinsentscheid und natürlich auch hier dann entsprechende Konferenz, die hier praktisch dann 19:30 startet, eben mit der vorgezogenen Stunde. Eigentlich ja 20:30, aber wegen der Sommerzeitumstellung hier eine Stunde früher. Da kann es, wie gesagt, morgen recht turbulent werden. Das ist ein kleiner Knackpunkt, der vielleicht hier erstmal den morgigen Tag noch in abwartender Haltung beinhalten sollte, denn wie eben auch hier gesagt, je nachdem, wo wir heute schließen, 136 Pips wäre so der durchschnittliche Risikofaktor. Das haben wir jetzt mal hier. Ich zeichne das mal direkt so in den Chart schön ein. Kann nämlich hier alles ganz toll machen, damit man hier sozusagen die Rahmenbedingungen mal abgrast. Ja, je nachdem, wo der Schlusspreis denn heute dann steht, aber nach oben eben 255 Pips im Schnitt. So, da wäre das nämlich die Chance. Und da sehen Sie auch hier so knapp 2 zu 1. Also wie gesagt, die Rahmenparameter hier eigentlich ganz, ganz gut, ganz, ganz passabel für einen Trade. Aber das, wie gesagt, keine Handelsempfehlung natürlich, sondern nur eine tendenzielle, ja, saisonale Tendenz, ein Hinweis, was hier passieren könnte. Und der Australdollar ja auch hier von der Fahrtechnik, von der Markttechnik her bezogen in einem schönen Aufwärtslauf. Ja, und jetzt eigentlich, gut, kann man das zwischengeschaltete Level hier auch nochmal nehmen, höhere Hochs, höhere Tiefs, ja. Und wenn man dann jetzt hier sozusagen einen Tiefpunkt ausbildet, idealerweise um 0,75, dann haben wir hier sozusagen die Chance, wieder nach oben zu laufen. Setup also sehr, sehr bullisch und damit hätten wir es dann im Prinzip auch heute schon im Säckle, meine lieben Zuschauer. Australdollar, US-Dollar auf jeden Fall ein Blick wert, sowohl charttechnisch als auch saisonal. Und in dem Zusammenhang bedanke ich mich wieder fürs Einschalten, freue mich oder hoffe, dass ich Ihnen ein Stück weit Mehrwert bieten konnte. Morgen gibt es übrigens das nächste Seasonal Pair, was sehr, sehr interessant scheint. Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie mir treu. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.